Um sie zu schützen, werden Simone Schmidt und ihr Team von den umliegenden Landwirten gerufen. Mit Drohnen, Körben und gerupftem Gras retten sie die Rehkitze vor dem Mähtod. Also wir machen es mit Handschuhen und mit Gras. Wir gehen da auf doppelte Nummer sicher, damit wir auch wirklich keine Gerüche hinbringen. Also wir wollen ja, dass sie wieder abgeholt werden. Aber trotz Handschuhen und Gras, manchmal wird das Rehkitz nach der Rettung von der Mama nicht wieder abgeholt. Zum Glück gibt's dann Ersatzmama Simone Schmidt. In der Auffangstation des Vereins Rehkitz und Tierhilfe Franken kümmert sie sich um die verschiedensten Waisen. Mittlerweile ein Vollzeitjob. Wir kriegen ein halbes Jahr Flasche. Also wird dann immer weniger und ansonsten schauen wir eigentlich, dass wir, sobald die Flaschenzeit vorbei ist, den Kontakt so ganz klein wie möglich halten. Also ich gehe nur zum Füttern rein und ansonsten lasse ich sie eigentlich den ganzen Tag so vor sich hin leben. Zwischen Kitzen gibt es hier auch ganz kleine Waschbären. Und wenn es nach Waschbär Bambi und Co. geht, ist das vor sich hin leben gar nicht so schlimm.